Reese Witherspoon, es war hart. Bereut die Trennung von Jim Todd? Ende März 2023 gab Reese Witherspoon, 47, via Instagram die Trennung von Jim Todd, 52, bekannt. Mit großer Sorgfalt und nach langer Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Wir haben so viele wunderbare Jahre miteinander verbracht und gehen mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, in die Zukunft, hieß es in ihrem Statement. Wenige Tage darauf reichte die Schauspielerin bei einem Gericht im US-Bundesstaat Tennessee offiziell die Scheidung ein. Reese ist offensichtlich enttäuscht und traurig. Sie hat nicht damit gerechnet, sich erneut scheiden zu lassen, sagte ein Insider kürzlich gegenüber People. Nun berichtet eine Quelle, dass die eiskalte Engeldarstellerin eine schwierige Phase durchmache. Nach 12 Jahren Ehe das Handtuch zu werfen, sei Reese Witherspoon nicht leicht gefallen. Es war hart, die Entscheidung zu treffen und sie zu verkünden, sagt eine Quelle jetzt gegenüber People. Bereits kurz nach der Trennung hieß es, dass Witherspoon und Todd weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegen würden. Das Ex-Paar stelle das Wohlergehen seines gemeinsamen Sohnes Tennessee, 10, an erste Stelle. Das ging auch aus den Scheidungsdokumenten hervor, in denen die beiden um geteiltes Sorgerecht bitten. Dennoch ist es ein großer Schritt, ein solches Lebenskapitel endgültig abzuschließen. Trotz all der Trauer bereue die 47-Jährige das Liebesaus jedoch nicht. Reese geht es jetzt aber viel besser. Sie bereut nichts und konzentriert sich nur noch auf ihre Kinder und ihre Arbeit. Anführungszeichen. Zudem habe die Big Little Lies Darstellerin eine große Gruppe von loyalen Freunden, auf die sie sich stützt, sagt die Quelle weiter und fügt hinzu, es gibt kein Drama mit Jim. Sie sind gemeinsam Eltern und das ist der Fokus. Natürlich kümmert sich Reese Witherspoon auch um ihre, wenn auch schon erwachsenen Kinder, aus erster Ehe, vor kurzem unterstützte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillip, 48, und Tochter Ava, 23, ihren Sohn Deacon, 19, der die Veröffentlichung seines ersten Albums feierte. Verwendete Quellen: Instagram.com, People.com.